Die ganze Welt spricht über Will Smith. Der Hollywood-Star hat seinem Kollegen Chris Rock auf der Bühne der Oscars eine Ohrfeige verpasst. Dieser hatte sich zuvor über Jada Pinkett Smith und ihren Haarausfall lustig gemacht. Zu viel für Jadas Ehemann Will. Im Laufe des Abends gewann Will Smith sogar noch für seine Leistung im Film King Richard den Oscar als bester Hauptdarsteller. Seine Dankesrede nutzt er, um sich bei seinen KollegInnen und der Academy unter Tränen zu entschuldigen und scherzte, er hoffe, er würde noch eingeladen werden. Der Abend danach verlief ausgelassen, von Reue schien bei Will Smith bei der Aftershow-Party nicht zu sehen gewesen sein, jetzt aber entschuldigt er sich noch einmal. Dieses Mal auch bei seinem eigentlichen Freund Chris Rock. Auf seinem Instagram-Account schreibt er: Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch. Mein Verhalten bei der Oscar-Verleihung gestern Abend war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich und ich reagierte emotional. Ich möchte mich öffentlich bei dir entschuldigen, Chris. Ich hätte das nicht machen sollen und ich lag falsch. Es ist mir peinlich und meine Handlungen waren kein Hinweis auf den Mann, der ich sein möchte. In einer Welt der Liebe und Freundlichkeit ist kein Platz für Gewalt. Außerdem entschuldigt sich Will Smith erneut bei der Academy, den Produzenten der Show und bei den Zuschauern, aber auch bei seiner King Richard-Familie und der Familie Williams, von denen der Film handelt. Ich bedauere zutiefst, dass mein Verhalten die ansonsten so wunderschöne Reise für uns alle befleckt hat. Ich muss an mir arbeiten. Will Smith steht öffentlich zu seinem Fehler, doch trotzdem könnte er Konsequenzen befürchten. Für eine seriöse und wichtige Veranstaltung, wie es die Oscars sind, war Will Smiths Attacke vielleicht zu viel. Die Academy gab dieses Statement ab. Die Academy verurteilt das Verhalten von Herrn Smith bei der gestrigen Show. Wir haben offiziell eine formelle Überprüfung des Vorfalls eingeleitet und werden weitere Maßnahmen und Konsequenzen in Übereinstimmung mit unseren Statuten, Verhaltensregeln und dem kalifornischen Recht prüfen. Im schlimmsten Fall könnte Smith sogar der Oscar aberkannt werden. Wie es mit Will Smith und Chris Rock weitergeht, ist ebenfalls unklar. Rapper P. Diddy erklärte gegenüber Page Six, es wäre alles gut zwischen den beiden. Ein Vertrauter Rocks erklärte jedoch TMZ, dass der Comedian nach der Ohrfeige sofort abgehauen sei.